Hallo liebe Leute, vorhin gibt es mein Interview von Alice Weidel bei der ARD nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Herzlich willkommen, Alice Weidel. Frau Weidel, ich habe Sie gestern noch auf dem Domplatz in Erfurt gesehen. Da haben Sie den künftigen Ministerpräsidenten Thürings begrüßt, nämlich Björn Höcke. Sie haben die meisten Stimmen in Thüringen bekommen. Wie wird Björn Höcke jetzt aus Ihrer Sicht Ministerpräsident? Es ist für uns ein historischer Erfolg. Wir sind erstmals bei den Landtagswahlen stärkste Kraft geworden. In Sachsen haben wir ein noch stärkeres Ergebnis eingefahren als bei den letzten Wahlen. Und dementsprechend gehen wir aus den Wahlen natürlich gestärkt hervor. Es ist gleichzeitig auch eine Abstrafung der Ampel. Es ist ein Requiem auf diese Koalition. Und die Ampel sollte sich fragen, ob sie überhaupt noch weiter regieren kann. Spätestens mit den Brandenburg-Wahlen sollte diese Frage nach Neuwahlen auch gestellt werden. Denn so kann es nicht weitergehen. Aber Ihre Wähler fragen sich, ob das stimmt, was Herr Höcke auch auf den Wahlplakaten hat, nämlich, dass er Ministerpräsident ist. Deswegen nochmal die Frage, wo sehen Sie jetzt Koalitionen? Auf wen gehen Sie zu? Was machen Sie ab diesem Moment? Also unter normalen Umständen, um bei den Gepflogenheiten in diesem Land zu bleiben, sondiert die stärkste Partei, und das ist die AfD. Sie haben eben Herrn Linnemann gehört, der auf die undemokratische Brandmauer besteht. Das kann man erstmal so stehen lassen, aber ist natürlich die pure Ignoranz des Wählerwillens. Der Wähler möchte, dass die AfD an einer Regierung beteiligt wird. Wir binden 30% der Wähler in beiden Bundesländern. Und ohne uns ist eine stabile Regierung auch überhaupt gar nicht mehr möglich. Und die strategische Option für die CDU ist ja nur noch mit linken Parteien in die Regierung reinzugehen. Und das ist keine Option und das wollen die Wähler auch nicht. Wo Sie die parlamentarischen und demokratischen Gepflogenheiten ansprechen, ein Wahlsieger bemüht sich aber auch darum, Zustimmung von anderen Parteien zu gewinnen. Auf welche Parteien gehen Sie zu und wo sind Sie kompromissbereit, auch von Ihren Positionen ausgehend? Wir werden natürlich sowohl in Sachsen als auch in Thüringen auf die CDU zugehen, aber Sie haben das ja eben auch schon gehört, was die Direktive ist. Ich glaube nicht, dass das von den Wählern gutiert wird, aber wir haben stets die ausgestreckte Hand für eine konstruktive Zusammenarbeit, weil der Wählerwille ist hier klar. Er möchte bürgerliche Mehrheiten Mitte-Rechts haben. Eine andere Option rein arithmetisch ist auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie stehen Sie zu dieser Partei? Wenn Sarah Wagenknecht vernünftige Inhalte anbieten könnte in einem Koalitionsvertrag, dann könnte man sich das ebenfalls vorstellen. Aber das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja auch angekündigt, nicht mit der AfD koalieren zu wollen. Ein Blick noch auf den Spitzenkandidaten, den Sie in Thüringen haben, Björn Höcke. Es ist sicher, ohne zu viel zu sagen, der Kandidat, der die schrillsten Töne innerhalb der AfD hat politisch. Was lernen Sie von dem jetzt? Ich glaube, wir alle können von beiden lernen, von Jörg Urban in Sachsen und natürlich auch von Björn Höcke in Thüringen. Beide haben einen fulminanten Wahlkampf gemacht. Das ist ja auch jetzt das Ergebnis, dass wir so gestärkt sind. Und Björn Höcke ist in die Fläche gegangen. Er hat viele Veranstaltungen gemacht, war bei den Menschen, kann Tausende von Menschen binden, Jörg Urban genauso. Und das habe ich auch selbst bei den Wahlkämpfen in beiden Bundesländern gesehen. Und das ist schön mit anzusehen und dementsprechend sollte die AfD auch in einer Regierung beteiligt sein. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ganz herzlichen Dank, Alice Weidel. Dankeschön, Herr Preis. Die Themenlenkung des Moderators war immer wieder, die AfD, sie will den Ministerpräsidenten stellen. Und es will aber keiner mit der AfD koalieren. Also immer wieder kommt der Moderator darauf zurück. Und wie hat Alice Weidel jetzt darauf geantwortet? Sie hat, wie Tino Chrupalla erklärt, der Wählerwille missachtet. Aus meiner Sicht natürlich, vielleicht ist es so bei der CDU, dass bei der CDU tatsächlich ein paar Leute mit der AfD koalieren würden. Aber tatsächlich ist es so, dass die Altparteien alle gesagt haben, sie wollen mit der AfD nicht koalieren. Das heißt, die Wähler haben genau gewusst, was auf sie zukommt. Dass die Altparteien keine Koalition mit der AfD machen. Und im Gegenteil werden die Wähler enttäuscht. Also viele, die die Altparteien gewählt haben, haben sie unter der Voraussetzung gewählt, dass sie keine Koalition mit der AfD machen. Jetzt ist natürlich die Absicht von Alice Weidel, sie möchte die AfD positiv darstellen, sie möchte es so darstellen, dass die AfD bei der Bevölkerung positiv gesehen wird. Die AfD ein gutes Ergebnis hat und die Bevölkerung der Meinung ist, die AfD soll regieren. Tatsächlich entspricht das nicht der Realität. Und wenn Alice Weidel das sagt, ist es verkehrt. Und ganz entscheidend ist,
dass sich Alice Weidel damit eine wichtige Tür zubaut. Wenn jetzt die Wähler die AfD so gut finden, dann kann Alice Weidel nicht mehr erklären, dass die AfD eigentlich gute Politik machen würde, ein gutes Programm hätte, aber die großen Medien über die AfD täuschen. Das heißt, das wäre eigentlich das, womit Alice Weidel hätte antworten können. Und sie hätte, wie bei Tino Chrupalla, ich habe es erwähnt, sie hätte auf die Inhalte kommen, bei der Landesregierung über die Energie, und über die Energie kann sie auf die Außenpolitik kommen. Und dann könnte sie die Bevölkerung über Ereignisse aufklären in der Außenpolitik, die beweisbar sind, über die großen Medien nicht berichtet haben und worüber sie getäuscht haben. Vor allen Dingen wäre wichtig, Informationen zu bringen, die Russland dämonisieren. Das ist ganz entscheidend. Weil, wenn solange Russland dämonisiert bleibt und die AfD da mitmacht, akzeptieren die Leute Waffenlieferungen. Es finden vielleicht nicht alle Leute gut, aber sie sagen sich, naja gut, naja, ich bin eigentlich dagegen, aber die AfD ist rechtsextrem und naja, dann machen sie es halt. Wenn die Leute aber wissen, was in der Ukraine los ist, was das für ein Staat ist, dass es ein Nazi-Staat ist ein Staat, der nationalsozialistische Bestrebungen toleriert oder fördert, und das ist bei der Ukraine nachweisbar mit vielen Beispielen der Fall. Das heißt, Alice Weidel kann das ohne Angst sagen und kann die Beweise nachliefern. Beispielsweise ein Ferienlager, wo die Kinder erklärt bekommen, ihr dürft keine Menschen töten, bei Russen ist es aber anders, und es kann sogar, ist es bei Welt durchgeschieden, dass die russischen Soldaten Orks genannt werden. Der oberste Befehlshaber rennt mit einem Hakenkreuz Armband rum und postet selbst bei Twitter. Überhaupt, Reuters ist nicht aufgefallen, dass ein Mann da was verpackt hat, der so ein Hakenkreuz-Tattoo hat. Also in Deutschland wäre es undenkbar, dass man sich ein Hakenkreuz-Tattoo macht. In der Ukraine ist es anscheinend so normal, dass es Reuters gar nicht aufgefallen ist. Weil die anscheinend viele Soldaten und eben auch normale Leute es eben geduldet ist. Es geduldet wird und zum Teil gefördert wird. Und die Medien hier das komplett verschweigen. Und ganz wichtig ist, die Leute denken, vor allem auch viele AfDler denken, das Kriegsziel der USA, und halten sich für aufgeklärt, das Kriegsziel wäre primär, Raketen zu stationieren. An der Grenze zu Russland. Tatsächlich ist aber das Hauptziel Krieg in Eurasien. Um den Kontinent zu spalten und zu schwächen. Um den Gas, um die Gaslieferung abzuschalten. Das geht nur mit Krieg. Und die viele denken auch, die Geschichte beginnt erst 1945. Aber tatsächlich wurde die Demokratie in Deutschland 1918 eingeführt. Und die USA haben schon früher gewusst, da haben schon im eigenen Land die Medien gleichgeschaltet. Oder gleichgeschaltet ist so ein schlechter Begriff. Also die Medien haben gleichförmig berichtet zugunsten der US-Regierung. Als sie beispielsweise Krieg gegen Mexiko oder gegen Spanien führen wollten. Und haben gehetzt, gemeinschaftlich, und Fakten außen vor gelassen, die Spanien oder Mexiko entlasten. Haben also die Bevölkerung getäuscht, um die Bevölkerung vom Krieg zu überzeugen, dass es im Kongress durchgeht. Das heißt, wenn jetzt Deutschland den Krieg verliert, in Deutschland die Demokratie eingeführt wird, dann ist natürlich, dann zu sagen, sollen wir uns jetzt schuldig fühlen, also muss die Unschuldsvermutung gelten. Das heißt, wenn mir jetzt keine, ich da nicht genau Bescheid weiß, dann muss ich jetzt denken, nee, das ist natürlich alles, ich habe ja keinen Beweis, also darf ich nicht denken, dass die großen Medien Hitler unterstützt haben, um Eurasien zu schwächen. Das darf ich gar nicht in Betracht ziehen, weil das wäre ja also ein Skandal. Sowas dürfen wir gar nicht denken. Wir dürfen denken, was wir wollen. Das heißt ja nicht, dass ich habe mich damit noch nicht genug auseinandergesetzt. Man müsste sich mal mit den Medien in dieser Zeit auseinandersetzen. Aber ich darf natürlich sehr wohl denken, dass ich es für wahrscheinlich halte. Dass ich diese Option für wahrscheinlicher halte als die Disneyland-Option, dass die aus reiner Nächstenliebe die Demokratie in Deutschland eingeführt wurde. Und alles so schön gelaufen ist, und die Macht der Medien ist wirklich riesig. So dass es eigentlich Demokratien im Westen, also sie faktisch, also dass der Volkswille dem entspricht, dass es gar nie funktioniert hat. Weil natürlich, wenn die Leute keine Information haben oder die Information ein Informationskartell bilden und sie selektiv Informationen bekommen, dann bestimmt derjenige, was die Leute denken, der die Information verteilt. Das heißt, die Leute können gar kein Urteil bilden, das heißt, die Demokratie funktioniert nicht. Wenn jetzt alles Weidel erklärt, die Leute würden alle wollen, dass die AfD in die Regierung kommt, dann verbaut sie sich die Themenlenkung auf die Täuschung der Medien. Und vor allen Dingen ist das wie bei Tino Chrupalla, aus meiner Sicht, jede Sekunde ist kostbar und muss abgewogen werden. Und vor allen Dingen, wenn die großen Medien eine bestimmte Themenlenkung machen, jetzt dauernd mit den Landtagswahlen in den Mittelpunkt stellen, dann darf man dem genau nicht folgen, weil natürlich die großen Medien eine Strategie verfolgen, eine Themenlenkung verfolgen, die
ungünstig ist für die AfD, die einfach wertvolle Zeit verstreichen lässt. Dann können die Großmedien sagen, die AfD waren in den Medien, konnten sich äußern. Und tatsächlich haben sie die Themenlenkung betrieben und es ist nichts an wichtigen Informationen weitergegeben worden an den Bürger. Und es ist natürlich Geschmackssache, welche Informationen man jetzt den Leuten darbieten will. Aber es gibt wirklich in allen Bereichen, man kann über die Landtag, über die Regierungen, kann man ganz leicht eine Themenlenkung machen. Und die Leute aufklären oder die Leute zum Nachdenken bringen. Was heißt aufklären, klingt immer so besserwisserisch. Aber es geht einfach darum, es geht ja darum, dass die Leute neugierig werden und die Fakten überprüfen und dann feststellen, dass die Großmedien täuschen. Und wenn sie damit einmal angefangen haben, dann sind die Großmedien am Ende. Und damit fällt das Ganze, würde das Ganze zusammenfallen. Aber wenn man die Interviews, natürlich aus meiner Sicht alles weiter hat einen guten Eindruck gemacht. Und es hat mir persönlich auch gut gefallen, wie sie Björn Höcke und Jörg Urban, wie sie gelobt hat, sie gut dargestellt hat. Das hat einen guten Eindruck gemacht. Das ist auch, zeigt auch Zusammenhalt, dass die AfD zusammenhält. Sie hat bestimmt einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber die Themenlenkung und die Information, da könnte man noch, aus meiner Sicht, da ist noch sehr viel mehr möglich. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.